Es muss einen richtig guten Schmelz geben. Wir machen heute miteinander Raclette Burger. Ich liebe das. Das hat so richtig, richtig einen zart schmelzenden Kern. Das kann ich einfach immer essen. Egal ob im Burgerbrötchen innen oder auch zum Tomatenspaghetti. Das geht einfach immer. Die Zubereitung ist eigentlich denkbar einfach. Wir haben hier Hackfleisch geholt vom Metzger. Dann habe ich im Garten Kräutchen geholt. Da könnt ihr aber nehmen, was ihr möchtet. Eier von glücklichen Hühnern, ganz wichtig. Fleischgewürz, Senf, da habe ich getrocknete Tomaten gehackt, da haben wir selber gemacht, das Paniermehl, Knoblauch, das könnte man natürlich auch wegnehmen, aber wir lieben es, Zwiebeln und natürlich Raclette Swiss Käse. Die Kräutchen sind unterdessen auch gehackt und jetzt kommt eigentlich alles da rein. Das könnt ihr natürlich auch von Hand machen, aber ehrlich gesagt freue ich mir da immer ein Klipperli. Und darum mache ich das lieber mit der Maschine. Das habe ich jetzt fertig gemischt. Das sieht so aus. Und jetzt geht es bereits ans Füllen und Formen. Am besten geht es, wenn ihr die Hände ein bisschen nass macht. Und das mal ein bisschen flach formen. Wir nehmen zwei Scheiben Raclette Käse. Es muss einen richtig guten Schmelz geben. Ja, ein Loch mit rein, gut eingepackt und bereit für den Grill.